Dieser Punktgewinn ist zu wenig. Trotz 65-minütiger Überzahl und einer 1:0-Führung hat der FC Hansa sein Auswärtsspiel bei der SG Sonnenhof Groß-Asbach nicht gewinnen können. Beim Grund für das Unentschieden waren sich die Profis der Kogge einig. Ja, weil wir uns zweite Halbzeit einfach dämlich angestellt haben. Wir hatten erste Halbzeit das Spiel im Griff gehabt. Ja, zweite Halbzeit, keine Ahnung, wir schießen einmal aufs Tor und dann spielst du unentschieden. Und du hast so viele Freiräume gehabt, du musst auf jeden Fall das 2:0 machen. Dann hast du die Ruhe und das haben wir nicht hinbekommen. Ja, weil wir einfach aufgehört haben, zu Fußball zu spielen. Hat am Anfang in erster Halbzeit sehr viel Ballkontakt, aber nach vorne ging gar nichts mehr. Ja. Aber am Schluss haben wir noch 2-3 Konter, wenn wir die zu Ende spielen, dann gewinnen wir das Spiel. Aber so haben wir nur 1-1 gespielt und ja, sehr schlecht. Ein Lichtblick war das zweite Tor im zweiten Spiel von Stürmer Sufjan Benjamina. Der Angreifer, der bereits in der Wintervorbereitung mehrfach getroffen hatte, präsentiert sich in einer guten Form und dürfte auch beim anstehenden Ostklassiker gegen Halle gesetzt sein. Ja, Sufi macht das gut und er hat sich auch das Tor heute verdient. Er ist total positiv, auch wichtig für die Mannschaft, weil er immer auch die Mannschaft in den Vordergrund stellt. Und von daher freue ich mich für ihn. Gute Nachrichten gibt es auch vom Trainingsplatz. Timo Gebhardt hat seinen Muskelfaserriss auskuriert und konnte wieder voll mitmachen. Nach insgesamt 6 Einheiten steht am Sonntag um 14 Uhr das Heimspiel gegen den hallischen FC im Ostseestadion an. Da die Tageskassen aufgrund der Sicherheitsrichtlinien des DFB geschlossen bleiben müssen, sollten sich die Fans der Kogge ihre Tickets im Vorverkauf besorgen. Jeder Einzelne wird im Ostseestadion gebraucht. Hansas Keeper Erik Behrens und Samuel Aubeler haben bereits eine besondere Vorbereitung auf das spannende Match gegen Halle absolviert, nämlich beim Wasserball. Im Rahmen der neuen Ausgabe von Mit Hansa Rostock unterwegs folgten die beiden der Einladung der HSG Warnemünde in die Neptun-Schwimmhalle und nahmen am anstrengenden Training der Wasserballer teil. Der komplette Hansa-TV-Beitrag erscheint am Donnerstag auf www.fc-hansa.de. Neben den Profis sollten an diesem Wochenende eigentlich auch die Nachwuchsteams der Kogge allesamt zu Hause spielen. Aufgrund der Platzverhältnisse wird aller Voraussicht nach aber nur das Spiel der U19 stattfinden, dank eines neuen Austragungsortes. Die U19 empfängt am Sonntag um 13 Uhr in Lambrechtshagen den 1. FC Union Berlin. Die Vorbereitung auf das Duell war anstrengend. Ja, sie war auf jeden Fall sehr intensiv und ja, jetzt auch schon relativ lang. Und deswegen freuen wir uns natürlich jetzt auch, dass es endlich wieder losgeht am Wochenende, und ich denke, wir haben uns ja viel vorgenommen für die Rückrunde und deswegen hart gearbeitet, und ich bin auf jeden Fall positiv und blicke positiv jetzt auf den Rückrundenstart. Mit Union ist der Tabellendritte bei Hansa zu Gast. Mit einem Sieg könnte die Kuring-Truppe punktetechnisch gleichziehen.